Hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Und hier direkt für alle Kerle der Menschheitsgeschichte eine Vorwarnung. Dieses Video enthält viele sehr detaillierte Details zum Thema Körper der Frau, die nicht alle schön sind. Die 99% nicht schön sind. Die 99,999999% nicht schön sind. Gut, damit haben wir das jetzt erledigt und jeder, der jetzt noch weiter guckt, auf eigene Gefahr, selber schuld. Ich hab's gemacht, ne Mama? Gut. Ja, also, heute geht's ums Thema Alltagsprobleme von mir als Asperger-Mädchen. Und ich fange gleich mal mit dem Thema an, wo ich mir jedes Mal denke, also, so ein Alltagsproblem zum Thema, das nur Mädchen haben können, weil Männer haben da nicht die Ausstattung dafür, ist die Periode. Wir fangen einfach mal mit der Periode an. Also ich bin ja jemand, bin ein totaler Kontrollfreak und wenn ich die Periode habe, dann hasse ich nichts mehr, als nicht zu wissen, wie es so ist und kann deswegen die erste Nacht sowieso meistens nicht schlafen. Und dann in der zweiten Nacht, dann schlafe ich endlich, aber wenn ich dann am Morgen aufwache, weil ich eben ein Durchschläfer bin, sammelt sich da echt viel bei mir an und dann habe ich den Million-Dollar-Run. So nenne ich das immer, weil jedes Mal heißt es für mich, ich muss die Beine so zusammenquetschen und so querstäben und muss so eine Mischung aus Entenwatschel machen und schnell laufen und alles zusammenquetschen, damit auch bloß alles drin bleibt, damit ich dann nicht die ganze, dass nicht all dieses Schlabber überall rum ist. Das nervt mich ultra. Und sogar, egal wie stark ich mich anstrenge, egal wie stark ich dann mache, irgendwann kommt dieser Moment, wo es platsch macht und dann bin ich nass. Und das ist eklig und ich hasse es. Und es geht nicht mal darum, dass es das Blut ist, sondern es geht darum, dass ich dann nass bin. Und dann denke ich immer so, nass. Ja, und dann kommen wir natürlich zum zweiten Problem, Binden. Jedes Mal kaufe ich Binden. Ich kaufe die, ich habe auch immer so einen kleinen Vorrat und dann kommt dieser Tag, dieser eine Tag, wo ich dann, der erste Tag der Periode nach 3 Monaten oder so ungefähr, wo ich dann all den Vorrat aufgebraucht habe. Und dann, genau dann ist es ausgerechnet ein Sonntag oder ein Samstag, mitten in der Nacht. Oder es ist der Tag vorm verlängerten Wochenende. Und dann sitze ich da, habe nur noch ein einziges Päckchen binden, blute immer noch wie eine Sau, die angestochen wurde und denke mir immer, Mist. Und dann ist mein Motto, Hashtag Bindenstrecken. Und Mama lebt damit, so ist es. Weil ich weiß nie, wann ich dann das nächste Mal rauskomme. Ich weiß nicht, wann ich selbst wenn es mitten an einem Montagmorgen ist, weiß ich nicht, ob ich am Dienstag drauf zum Einkaufen komme, weil ich eben leider Gottes nicht immer zum Einkaufen gehen kann, wenn ich möchte. So ist es. Und ich habe gewarnt. Ich habe alle gewarnt, dass das Video wehklappt werden könnte. Es ist nicht so, dass ich nicht die Warnung ausgesprochen habe. Ja, dann so ein weiteres Problem von mir ist natürlich, ich bin jemand, ich schwitze nicht viel, aber wenn ich dann schwitze ich dafür stark. Und ja, was macht man dann, wenn man stark schwitzt und man sich aber nicht unbedingt gerne wäscht, weil man das nicht mag und eine Mutter gesagt hat, parfümieren drüber ist noch ekliger. Also ich bin dann oft jemand, ich versuche mich dann Luft zu trocknen. Und es ist so, ich komme mir dann immer so blöd vor, weil ich ein Mädchen bin und man ja immer sagt, Mädchen sollten gut riechen und feinsinnig sein und überhaupt und sowieso. Und dann sitzt du da, bist verschwitzt und denkst dir, ich will mich auch nicht waschen, weil es ist einfach so, und ich mag dieses Nasse nicht. Und dann hockst du da und denkst dir so, was mache ich jetzt? Das ist so für mich so, das war schon immer so für mich so ein Problem, das ich so gehabt habe in dem Punkt. Ja, ein anderes Problem ist natürlich immer noch schon gewesen, dadurch, dass ich ja sehr sensibel bin, auch was meinen Körper angeht, hatte ich schon immer die Probleme mit so Geschichten wie, welche Medikamente vertrage ich, was vertrage ich nicht so. Und wenn du dann irgendwie so Probleme hast, wie zum Beispiel die Periode und Krämpfe hast, und dann Tabletten nehmen solltest, musst, weil du es nicht anders verträgst, und du dann so derbe weggeballert bist von den Tabletten, das ist einfach nicht schön. Das ist einfach nichts Schönes. Ein anderes Problem ist, und das ist so ein Problem, dass ich, das habe ich so, weil ich auch wegen meiner Größe wurde mir gesagt,
Mir wurde immer gesagt, das sei, wenn ich genau die richtige Größe dafür hätte. Auf jeden Fall ist es so, dass ich immer, wenn ich irgendwo hinlaufe, dann klatscht mir entweder meine Mutter oder mein Vati auf den Po. Und es nervt mich, weil es ist ja eine Berührung und ich mag es nicht und es ist so, Und es ist auch Opa und Oma, jeder klatscht mir beim Vorbeilaufen auf den Po. Und die Ausrede des Jahrhunderts ist bei jedem, du bist ja in dieser Größe, wo man genau dahin kommt. Ich bin nicht viel kleiner als andere Menschen. Durchschnittlich groß. Das ist echt die schlechteste Ausrede der Weltgeschichte. Dann pusht dich nicht an. Mich nicht an. Ich laufe. Ich kann nichts dafür, dass ich nicht durch die Gegend trample wie ein Rhinoceros, sondern wie eine Katze. Da kann ich ja nichts dafür. Dass wenigstens dieses eine Weltliche an mir ist, dass ich wenigstens laufe als ob ich schwebe. Ist wirklich so. Wenn ich laufe, hört man mich sehr selten. Also nur, wenn ich ganz müde bin. Und wenn ich dann müde bin, dann hört man mich dafür umso doller. Elefantenhorde, Mama. Elefantenhorde. Ja. Was ist noch so ein typisches? Ja, Parfüm. Ich bin jemand, ich kann. Also für mich ist das so ein Problem. Ich bin jemand, ich mag es überhaupt nicht, mich selbst zu parfümieren oder Parfüm in meiner Nähe zu haben. Und ja. Ich war auch nie jemand, der irgendwie, und das ist auch so eine Geschichte, ich bin auch kein dieser typischen Gruppenmädchen. Ich mag es nicht, wenn man in einer Gruppe rumsitzt und nichts tut, außer irgendwie an einem Eistee zu zuzeln, stundenlange. Und ich mich dann immer frage, wie lange kann man denn an einem Eistee zuzeln? Um Himmels Willen. Es ist ein Glas Eistee. Das geht ein, das trinkt man halt. Aber man muss da ja nicht so zuzeln, 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 zuzeln. Und Stunden später sitzt man immer noch da, nur weil man miteinander dazwischen quatscht. Also dieses Prinzip habe ich noch nie verstanden. Ich gebe es ganz offen zu, ich habe noch nie verstanden, wieso man sich, wenn man sich verabredet, so etwas zum Trinken verabredet. Weil eins ist gewiss, das, was man trinkt, das trinkt man dann so lahmarschig. Also ich bin jemand, wenn ich mich zum Trinken verabreden würde, ging es für mich, wir gehen hin, ich trinke und man kann zwischen Trinken zwei, drei Sätze austauschen. Aber ich bin nicht jemand, der sagt, verabrede mich zum Trinken und dann quatscht man die ganze Zeit und zuzelt zwischendrin so ganz kleine Minischlückchen von seinem Getränk. Das hat mich schon immer wahnsinnig gemacht, wenn ich irgendjemanden dabei beobachtet habe. Ich dann immer gedacht habe, ich würde jetzt eigentlich gerne wieder nach Hause. Mein Bett wartet auf mich. Das Sofa. Eigentlich läuft gerade Sailor Moon. Könnten wir jetzt nicht eigentlich endlich mal das zu Ende bringen, damit ich noch irgendeinen Film gucken kann? Ja, das war irgendwie noch nie so mein Ding. So dieses typische Zusammensitzen als Mädchengruppe und sich austauschen darüber, wie toll man irgendjemanden findet oder wie toll man dies oder jenes findet. Ich bin da eher so veranlagt, ich mag es lieber über irgendwelche Serienereignisse zu reden oder über Filme oder ja, sowas. Aber ich mag es nicht, wenn man sich irgendwie hinsetzt und dabei Stunden trinkt. Weil es macht mich wahnsinnig, dieses Geräusch. Es ist wahrscheinlich, ich kann dieses Geräusch von diesem abfahren. Das stört mich. Wobei ich selbst jemand bin, ich sag, und deswegen bin ich auch lieber alleine beim Trinken. Ich bin jemand, wenn man Tee trinkt, dann schlürft man den. Ich bin Teeschlürferin. Und das bin ich aus Hobby, Passion und auch noch Leidenschaft. Also irgendwie merke ich gerade in meinem Video nicht sehr gut. Aber das Ding ist, so bin ich eben, ne, Mama? Das macht sich besser. Ja, ein anderes Problem für mich sind Strumpfhosen. Ich mag es überhaupt nicht, Strumpfhosen. Die sind mir irgendwie oft viel zu eng und die sind dann immer. Wenn man dann aufs Klo muss, dann muss man die Strumpfhose ausziehen und dann muss man ja die Strumpfhose wieder von ganz unten nach oben ziehen, damit sie wieder passt. Und es ist mir alles viel zu anstrengend, um ehrlich zu sein. So, und wenn wir schon beim Thema Klo waren, schon so oft, dann gehen wir jetzt nochmal dahin. Öffentliche Toiletten oder auch nur Toiletten bei Freunden. Ich bin jemand, ich mag es überhaupt nicht, wenn ich irgendwo auf eine Toilette sitzen muss, weil ich mir dann immer, das ist egal, wo ich dann bin, außer bei uns zu Hause, weil da weiß ich es, 99% der Fälle, mir immer überlege, wer war vor mir auf dieser Toilette. Und dann stelle ich mir immer die allerschlimmsten Bilder vor. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich stelle mir immer die allerschlimmsten Bilder dann vor. Und dann kann ich nicht woanders aufs Klo gehen. Und das ist dann wirklich so bei mir. Also, ich weiß auch nicht, ich schaffe das irgendwie nicht. Da habe ich einen ganz komischen. Ja. Mein Papa kann es auch nicht. Das war von ihm.
Meine Mutter kann's. Die ist da ungenierter. Die sagt, da leg mal ein paar Klopapiere drauf und dann fertig. Drauf sitzen, mein Kind. Und ich habe immer gedacht, nein! Oh mein Gott, das war mich wirklich immer so der absolute Horrorgedanke. Inzwischen mache ich so, dass ich, wenn ich draußen bin, einfach nichts trinke. Wenn du draußen nichts trinkst, kann die Blase sich nicht füllen. Warum rausgehen, noch aufs Klo gehen? Dann ist sie leer, dann kann sie sich nicht neu befüllen und dann muss ich nicht draußen aufs Klo. Ey, ich bin so neurotisch. Wenn ich jetzt gerade mir selbst so zuhöre, fällt mir auf, dass ich echt eine Menge Neurosen habe. Mann. Aber ich stehe dazu. Das macht es nicht besser. Ja. Sollte ich vielleicht mal irgendwann dran arbeiten. Irgendwann. In ganz entfernter Zukunft. Ja, gut, ich denke, ich sollte dieses Video an diesem Punkt beenden, bevor noch mehr meiner furchtbaren Geheimnisse rauskommen. Und ja, ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr denn so als Mädchen für Alltagsprobleme habt. Oder auch gerne, ihr Jungs, schreibt mir rein, was bei euch so die typischen Probleme sind. Würde mich eigentlich auch wirklich interessieren, weil ich kenne ja nur meine. Ich tausche mich ja mit niemandem drüber aus. Vielleicht ist dafür dieses Tee gezitzelt, um sich über solche Sachen noch auszutauschen. Naja, ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.treatmentoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Wunderschönes Wochenende. Wir haben ja schon Wochenende, wir haben Freitag. Oh, habe ich eigentlich am Anfang Freitag gesagt oder nur willkommen zu einem neuen Video? Oh Mann. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis bald. Ciao.